Und willkommen zurück zu Witcher 1 mit Freddy. Na, geht. Wir haben jetzt noch ein paar Stunden Zeit. Der neue Tag ist jetzt ein paar Stunden im Gange. Wir haben leider leicht bewölktes Wetter, da vorne geht die Sonne auf. Bis wir uns mit der schönen Vesna, ich hab schon vergessen, wie sie heißt. Ich glaube Vesna, treffen. Und bis dahin machen wir nochmal die Quest mit den Schreinen. Oder können wir die nur in der Nacht machen? Ja, die kannst du in der Nacht machen. Okay. Dann räumen wir so lange mal die leerstehenden Häuser aus. Wo überall eine Leiche drin liegt. Warum liegen in den ganzen leeren Häusern Leichen? Weiß ich nicht, wieso habe ich schon wieder so viel Scheiße, die ich aufsammle? Salpeter. Nimmst du auch mal alles mit? Ja. Das ist die schlimme, Alter. Da gibt es irgendwie einen Rucksack später mal. Ich habe bisher noch keinen. Also in Witcher 3 kann man richtig viel mitnehmen. Ich will Witcher 3 kaufen, aber ich weiß, dass ich sowieso nicht spielen werde, weil ich erst mit anderen spiele. Ja, ich auch. Haben noch einen roten Schal. Ich werde es mir trotzdem kaufen. Sobald ich Witcher Ja. 1 durch habe, wird Witcher 2 folgen. Und dann noch Witcher 3. Und das kann zum Glück 1000 Jahre dauern. Die verschlossenen Türen kann man nicht zufällig aufmachen, ne? Ich wüsste nicht wie, also für manche findest du einen Schlüssel, Okay. aber Okay, dann folgen wir. Ach, hier hinten war der Ghoul. Der ist bei dem Tag bestimmt nicht da, ne? Verschwinden die Ghule einfach oder verziehen die sich irgendwo hin? wie, was meinst du mit? Ja, also in der Nacht stand da ein Ghoul. Oh, halb verzehrter Leichnam. Beruhigend. In der Nacht war da ein Ghoul. Und jetzt ist da keiner mehr. Laufen die weg? In irgendwelche Höhlen? Oh, Kirschi. Weiß nicht, also ich habe da ehrlich gesagt nicht drauf geachtet. Also ich habe die Nacht getötet dann und tagsüber waren die halt nie da und ich weiß ja nicht, wo die waren. Also ja. Also die Okay. Barguests respawnen ja einfach. Ich denke mal, die Gule dann einfach auf. Fahrt zur Höhle. Höhle. Hier geht's zu irgendeiner Höhle. Da sind bestimmt angenehme Tiere drin. Leichnam. Boah! 26 Ohren ist dabei. Silberner Ring. Feuerstein. Tulpen. Brot. Eine Waffe. Cool. Unbekanntes Kraut, unbekanntes Kraut, unbekanntes Kraut, unbekanntes Kraut. Schildkraut. Zack. Kann man alles nur 10-mal stecken? Ich glaube. Oh, hier ist ein Kreis. Cool. Ich werde es gleich sehen. Ich habe jetzt nämlich 11 Schellkraut. Ne, man kann Schellkraut mehr als 10-mal stacken. Okay. Wo hast du so viel Schellkraut? What the fuck? Vor der Höhle stehen allein schon 4. Kreis des windigen Wanderers. Lernen wir jetzt hier eine neue Rune oder? Weiß ich nicht, also ich habe da nur eine Verbesserung für meine Rune bekommen. Ja, A-Zeichen in Intensität um 50% erhöht. Eine Spielstunde oder eine richtige Stunde? Spielstunde. Okay. Wollen wir mal gucken, wie lange die Höhle geht. Ich hoffe nicht so lange. Hier sind bestimmt böse Viecher in der Höhle. Rechts ist eingestürzt. Feuerstelle. Da können wir bestimmt ein Nickerchen machen, oder? Region wird betreten, Höhle. Oder kann man die Feuerstelle looten? Hier ist auch noch unbekanntes Kraut drin. Korridor. In der Höhle kommt man ja gar nicht weiter. Ja, habe ich auch rausgefunden. Echt so gar nicht. Nicht mal mit Art. Das ist doof. Weiß. Ich hatte jetzt gedacht, dafür ist vielleicht die Intensitätserhöhung. Dass man da ein Ja, bisschen härter reinknüppelt. aber irgendwie ging das nicht. Ja, okay. Gut, dann halt nicht. Ausgang. Das war eine kurze Höhle. Schade. Hätte ich gern länger erkundet. Hier sind ganz viele unbekannte Kräuter. Schellkraut habe ich schon abgeerntet.
Schöllkraut kommt mir auch irgendwoher bekannt vor. Das hast du schon vorher erwähnt. Ich bin der Meinung, das kam irgendwie aus Risen. Bin mir auch überhaupt nicht sicher. Okay, das heißt, ich habe jetzt noch ein bisschen Zeit. Es ist jetzt, nicht mal Mittag. Früher Vormittag, würde ich sagen. Ah, vielleicht richtiger Vormittag, das kann sein. Okay, dann gehen wir nochmal eben schnell da hinten hin. Ja, machen wir. Dann können wir uns das nochmal eben angucken und dann... Scheiße, wann habe ich angefangen? Weiß ich nicht. Sagen wir mal 5 Minuten nachdem der alte Part, 2 Minuten nachdem der alte Part geendet hat. Das heißt, wir nehmen jetzt circa 6 Minuten auf. Welche Quest ist aktiv? Welche möchte ich denn aktiv machen? Bengas Geheimnis? Nein, der Trunkenvertrag. Wo ist denn der? In der Kapelle? Ja, das meinte ich mit, denn die Quests sind ganz komisch. Also, da steht nur, wo du sie abgeben kannst. Okay. Weil du sollst ja beim Geistlichen abgeben, aber da wird ja nicht gesagt, wo du die Viecher findest. Der Ghoul-Vertrag hat keine Questmarkierung. Aber Last der Vergangenheit hat eine. Ah, die ist Hülle und Dämon. Okay, ja, gut. Dann machen wir erstmal den Ghoul-Vertrag, würde ich sagen, weil einen Ghoul habe ich schon mal gesehen bei Nacht. Hier überall unbekanntes Kraut rumfummelt. Ja, musst halt das Feldpflanzenbuch holen oder mit mehr Leuten reden, dann kriegst du das auch alles. Ja, ich rede erst mit allen und dann gucke ich mal, ob ich noch vielleicht ohne die Sachen auskomme. Rudels Haus, unbekanntes Kraut. Hier ist auch kein Schwellkraut scheinbar. Da wollten wir gerade ein was über Sumpfpflanzen beibringen und dann hat sie gesagt, sie will Honig dafür haben. Dann habe ich ihr weißen Honig gegeben, was ein Alkohol ist, und dann hat sie irgendwas angepisst von mir. Odos Hund. Ja, sie wollte wahrscheinlich Honig und nicht zum Saufen. Ja, weißer Honig. Es war weißer Honig. Oh, der hat aber eine schöne Vogelscheuche. Hundehütte. Cool. Hundehütte ist eine Hundehütte. Okay. 12 Uhr ist einfach mal so gefunden. Okay, nehme ich. Oh, Odo. Das ist doch der Fette, mit dem wir schon geredet haben, oder nicht? Du hast mit Odo schon geredet vorher? Glaube ich. Oh, Alkohol! Und Orens. Schränkchen. Belegtes Brot mit Huhn. Eine Rüstung. Dellen an der Rüstung beweisen, dass sie einem Krieger gehörte. Aber dieser Fettwanst hat mehr Erfahrung mit Krügen als mit Schwertern. Schade, die Rüstung hätte ich auch gerne. Scheiße, ich bin schon wieder voll, Alter. Der hat einen ganzen... Warum hat er so viel fressen, Alter? Wer? Ich bin ein Hexer. Ein Monstertöter. Warum mein Haus bewaffnet heimsuchen? Ich habe nichts, was sich zu stehlen lohnt. Beruhigt euch. Ich will euch nichts antun. Ich muss euch nur ein paar Fragen stellen. Ich rede nicht mit Fremden. Ich bin Geralt. Jetzt kennt ihr meinen Namen. Trinkt etwas, Meister Gerber. Ich hasse Spione und jedermann weiß, dass Spione nicht trinken. Na dann, Prost. Wir trinken erstmal was mit ihm. Da hätte ich doch fast das Wichtigste vergessen. Habt ihr den Geistlichen gesehen? Den Geistlichen? Ihn fort, Streuner! Haben wir es uns jetzt verkackt? Ihn fort, Streuner! Okay, er will uns nicht mehr reden. Hast du mit Odo schon geredet? Ja, ich bin schon ein bisschen weiter als du. Ja, ich habe ihn gerade verkackt. Was hast du denn da verkackt? Ich habe gefragt, der Geistliche? Achso, ja, du musst ihm den Ring zeigen. Ich glaube, du musst einfach einen Tag warten, so wie bei dieser komischen... Dings, die du da angesprochen hast. Nein, ich könnte einfach nochmal reingehen. Achso, das geht auch. Verstehe. Er hat uns gesagt, wir sollen Fremde ausfragen. Er hält ihm einfach seinen Lederhandschuh hin. Ein
Ring des ewigen Feuers. Muss vom Geistlichen sein. Der Geistliche schickte mich, euch zu helfen. Er lässt mich niemals im Stich. Ich hab da dieses Gartenproblem. Ich bin kein Gärtner. Lasst mich ausreden. Vor einiger Zeit sprossen plötzlich seltsame Pflanzen in meinem Garten. Diese Pflanzen leben. Waren erst recht nützlich, verschlangen Maulwürfel und Insekten. Wo liegt denn das Problem? Jetzt sind sie so groß wie ein Mann, mit riesigen Ästen. Glücklicherweise sind sie tagsüber unter der Erde. Aber ich habe Angst, mich ihnen zu nähern. Okay. Mal sehen, was ich tun kann. Aber das kostet 120 Orens. Ich bezahle 50 Orens. Trägt mir darauf. Super, er zahlt nur 50 von 120. Und keinen Ohren weniger. Zwei Unkräuter für 70 Ohrens. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Ich bin ein bisschen zu schwach für das Gebiet hier. Ich glaube, 80 nimmt man an. Erstmal noch mal saufen. Quest ist ganz lustig. Ganz schön starkes Zeug. Wie wär's mit 100? Abgemacht. Und einen zum Abschied. Ich glaube, unser lieber Gerald ist nicht so trinkfest. Wieso? Weil er total drauf ist. Oh, scheiße, es ist nachts. Das hätte ich vorher wissen müssen. Ich glaube nicht, dass die Quest jetzt fehlgeschlagen ist, weil der... Was zur Hölle bist du denn? What the fuck? Weil? Was? Weil? Weil... Ich glaube, du kannst einfach so zu dem Hügel gehen, der steht, die da. Ich denke nicht, dass es so schlimm ist. Okay, merke, schneller kommst du, ist bei den Pflanzen mein Vorteil. Besoffen kämpft sich irgendwie nicht so geil mit zwei Schwertern. Mit was? Mit zwei Schwertern, man sieht alles doppelt, wenn man besoffen ist. So. Scheiße, Alter. Ich glaube, man sollte nicht so oft saufen mit Geralt. Ja, du kannst ja auch noch ein Dings kaufen, was, nein, so ein Skill holen, dass du mehr verträgst. Ah, dann wird er zu einem von uns, oder was? Ha! Genau, als ob ich so viel vertragen würde. Ja, aber mehr als, ja, hier auf jeden Fall. Sicher? Alter, er verträgt gar nichts, er ist richtig besoffen. Ja, der hat ja ein bisschen was getrunken, ne? Viermal. Ja, wenn du vier Flaschen Whisky weggibst, dann bist du auch nicht mehr so ganz bei der Sache, würde ich sagen. Ja, aber du kannst mir nicht erzählen, dass er vier Flaschen Whisky auf einmal getrunken hat. Ja, Whisky, aber es ist, glaube ich, ein bisschen stärkerer Alkohol als normale Pussymisch oder so. Ich schätze mal, er hat Bier getrunken. Ich hast du Bier getrunken? Checkmate. Nee. Scheiße, jetzt muss ich besoffen zu ihr hinlaufen und dann auch Wein trinken mit ihr. Scheiße, wie komme ich denn besoffen da überhaupt hin? Gibt's irgendeinen Trick, um auszunüchtern? Warten. Kann ich auch einfach was essen? So mache ich es im echten Leben immer. Na, kotzen. Aber ich glaube, es geht nicht. Kotzen hilft mir zum Beispiel gar nicht. Was habt ihr auf dem Herzen? Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Gott, Alter, das Gebiet wirklich so riesig. What the fuck? Ja. Wir hatten uns auf 100. Ich glaube, irgendwas mache ich falsch. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Ja, die haben Bier getrunken. Schon gut, hier ist euer Ja? Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wollt... Aber ich glaube, die haben auch größere Gläser als 0,3 oder so. Meinen Hals für Flaschen. Euch und ihr wollt mich betrügen. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe.
Was habt ihr auf dem... Boah, ist ein Wichser. Seid ihr ein Soldat? Was geht euch das an? Mir ist diese Rüstung auf. Alter, wie stark ist denn dieses Drecksvieh? Meines Bruders. Er hat bei Brenner und andernorts gekämpft. Ich mag Soldaten, nicht außer meinem Bruder. Ganz ruhig. Ich bin kein Soldat. Was habt ihr auf dem Herzen? Sind Ungeheuer in der Gegend? Das Heulen aus dem Dorf lässt meine Milch sauer werden. Nichts Ungewöhnlicheres als das? Der Nebel war einmal so dicht, dass ich mich verirrte und zum Haus der Hexe kam, wo ich sah, wie eine große Bestie durch ihr Fenster blickte. Könnt ihr mir mehr erzählen? Ich blieb natürlich nicht dort. Ich rannte so schnell weg, dass mich meine Füße fast überholten, aber das Ding war so groß wie ein Pferd. Spie Rauch und Funken, wie ein Herdfeuer. Später. Okay, gut, jetzt können wir erstmal besoffen zu ihr hinwanken. Ich werde mal ein Brot fressen, Alter. Mal gucken, ob das hilft. Weiß nicht, ob das hilft, aber glaub nicht. Boah, wie groß die Brötchen sind, Alter. Ja, muss ja auch schmecken, ne? Jetzt sag mir nicht, dass Odos Hund böse wird. Was kläffst du denn da an, Junge? Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Was macht der Hund da? Wieso, was macht er denn? Er steht auf dem Feld und heult und bewacht. Ist doch schön. Ich würde gerne wissen, warum. Die Leute pissen doch manchmal einfach in die Gegend, das ist voll komisch. Was? Die Leute pissen einfach hin. Okay. Oh Gott, die ist schon wieder so ein Drecksvieh. Hoffentlich finde ich jetzt einen Ghoul. Ah, ein Feuerhund. Der Feuerhund. Wer ist doch der schnelle Kampfstil? Warum funktioniert er nicht? Gruppenkampfstil. Weißt du zum Beispiel meinst, dass man mit den Kampfstilen nicht gut klarkommt? Also ich komme gut mit denen klar. Habe ich nicht gesagt, dass ich damit nicht gut klarkomme. Nein, dass du nicht wusstest, welchen du für welchen Gegner nehmen sollst, hast du erzählt. Ja, ich meinte beim ersten Treffen, danach wusste ich sofort natürlich, also. Aber das finde ich auch ziemlich einfach eigentlich. Noch ein Barges. Scheiße, wie viele sind denn das? Ein paar. So 80. Da hinten steht ein Ghoul. Kannst du ihn ja töten. Wofür waren jetzt nochmal die Axt? Weiß ich nicht. Probier sie aus. Oh, ich glaube, der hat irgendwen gekillt.
Die Axt ist nicht so geil. Fuck, ich sterbe, Alter. Katze, hau ab. Weil neben dem Ghoul mich noch ein Barguest angreift. Und beides auf einmal schaffe ich nicht. So, starker Kampfstil und jetzt komm, gib ihm aufs Maul, Junge. Letztes Mal habe ich den Ghoul direkt besiegt. Ja, bei mir ist auch immer so. Manchmal kriegt Gegner gar nicht tot und dann danach ist er plötzlich sofort tot. Komm ich zufällig auf mein Inventar, dann nehme ich immer so ein Tränkchen. Ich habe mir erstmal Schwalbe gegönnt, Alter. Was, Schwalbe ist kein Direktheilungstrank? Nein, das ist Overtime. Ja, ich merke das schon. Lass mich... Oh, doch, man kann ihn ausnehmen. Oh, Ghoulblut. Cool. Okay, Ghouls sind ziemlich stark, merken. Die sind ziemlich böse. Mhm. Ah, toll, witziger Hund. Das ist ja manchmal ausweichen und manchmal nicht, Alter. Ja. Macht mich richtig wütend. Geht. Und bei Nacht sind auch die ganzen tollwütigen Hunde wieder da, Alter. Ja. Als ob die irgendwie jeden Tag neu leben würden. Aber warte, jetzt muss ich die Kapellen anmachen, ne? Ja. Warum auch immer die Kapellen heißt und nicht Schreine? Verstehe ich auch nicht so ganz. Wie mache ich denn das? So. Ah, okay. Cool. Gucken, ob ich noch ein paar Ghule finde. Bin jetzt wieder voll geheilt. Ich muss gerade meinen ersten Heiltrank nehmen. Kann ich vor den Hunden noch einfach weglaufen oder kriegen die mich? Ich weiß nicht, ich habe die alle bekämpft, also ich glaube, du würdest aber wegkommen. Ja, ich bin jetzt schon weg, die gehen mir nämlich auf Eier. Ich werde langsam wieder nüchtern. Also ich kann wieder rennen, aber es schwimmt noch alles. Alter, diese... Hast du schon mal Würfelpoker gespielt? Nein. Richtig zum Kotzen, ey. Wieso? Das ist richtig unfair. Das ist das Spiel, was man im ersten Gebiet spielen kann, ne? Ja. Jetzt mein ganzes Spiel, mein ganzes Geld verspielen. Nice. Boah, nervt das, Alter. Okay, das ist geil. Da ist schon wieder Schellkraut. Ich glaube, das wächst auch nach. Ja, das wächst nach. Ich habe jetzt schon 17 Schellkraut. So, da ist die... Ich brauch grad Schellkraut. Irgendwie hat die Bürgerwehr das nicht so gut überlebt. Mhm. Alle drei gestorben. Ja, die Bürgerwehr habe ich aus Versehen nochmal komplett getötet. Ich habe da gerade gegen Vargas gekämpft, hab da einmal falsch geklickt, hab einen Bürgerwehrtypen eingegriffen, hab ich die alle gehasst, hab ich sie alle umgebracht, schnell.
Bei mir sind sie einfach gestorben an den Bargeist. Ich kann keine Bargeist-Schädel mehr transportieren. Auch schön. Ja, ich muss unbedingt nochmal zur Taverne. Wie lange bleiben die Überreste liegen? Weiß ich nicht. Da liegt schon wieder ein tollwütiger Hund. Warum können die tollwütigen Hunde nicht tot bleiben? Weiß ich nicht. So, warte mal. Da ist noch einer. Wieso hat man 6 von den Kerzen? Hat man? Ah ne, hat man nicht, sah nur so aus, okay. Mit den letzten Schreien, Alter, den schaffe ich diese Nacht, glaube ich, nicht mehr. So weit ist das nicht. Ja, aber ich muss ja auch noch zu ihr, zur Windmühle. Dann geht's zur Windmühle. Nein, Katze! Meine Fresse. Oh, Ertrunkene. Upsi. Ich habe gerade wenig Zeit für euch, Leute. Ich komme nachher wieder. Einer folgt mir. Bei Ertrunkenen tippe ich auf einen schnellen Kampfstil. Ja. Und ich bin schwer gelevelt. Gehirn eines Ertrunkenen und Leichengift. Scheiße, 2 Sachen, die ich nicht auf... Ich kann beides aufnehmen? Ach, das sind jetzt auf einmal beides alchemistische Zutaten. Ist klar. Wieso? Wieso? Was? Warte. Katzin. Ohne Gespräch. Die Mühle ist auf der anderen Seite vom Fluss. Ach da, stimmt. Was habt ihr mit diesem Zwerg zu schaffen? Wir rasieren ihm den Bart ab. Was kümmert euch das? Nein, Zwerge finde ich gut. Es wäre besser für euch, wenn ihr eures Weges geht. Ihr liebt die Anderlinge? Steckt die Waffe weg. Und hört auf, damit rumzufuchteln, wenn ihr sie behalten wollt. Oh, ein Lebendiger. Holt ihn euch, Kumpis. Tötet den Penner. Ihr habt es so gewollt. Ich schütze die Anderlinge. Und alle kalt gemacht. Danke, dass ihr euch um diese Hunde gekümmert habt. Moment mal. Geralt, seid ihr es wirklich? Hol mich der Teufel! Stimmt etwas nicht? Ihr seht nicht gut aus. Seid ihr verletzt? Typisch Hexer. Gestorben, wieder auferstanden, 5 Jahre lang verschwunden und dann fragt er, ob etwas nicht stimmt. Wer seid ihr? Seid ihr betrunken? Ich bin euer Freund, Sultan Chivai. Wo seid ihr gewesen? Warum habe ich nichts von euch gehört? Was ist mit... Ich weiß nicht, ob ich es erklären kann. Ach, ihr schuldet Sultan Chivai keine Erklärungen. Ich bin nur froh, euch zu sehen. Natürlich wäre es schön, ein paar Rätsel zu lösen. Ihr versteht das falsch. Ich habe mein Gedächtnis verloren. Ich erinnere mich nur an die letzten Wochen. Was soll's, Geralt? Trinken wir ein Bier und unterhalten uns wie in alten Zeiten. Spürt euren Kopf durch. Vielleicht erinnert ihr euch das. Ihr seht besorgt aus. Ja, eine unangenehme Geschichte. Mein Freund wollte sich in diesem Dorf mit mir treffen, aber er kam nie an. Meint ihr, er könnte in Schwierigkeiten geraten sein? Ich hoffe nicht, aber es wäre auch keine Überraschung. Er schloss sich den Eichhörnchen an und willigte ein, mit den Hafkas Handel zu treiben. Eichhörnchen und Hafkas? Die Eichhörnchen, sie selbst bezeichnen sich als Coyatel, sind Anderlinge. Die glauben, sie könnten die Gleichstellung erzwingen, indem sie sich hinter Bäumen verstecken und auf Leute schießen. Hafkas sind Kaufleute, die illegal Waffen an die Eichhörnchen verkaufen.
Verstehe. Ich bin hier nicht gerade willkommen. Uns Anderlingen gibt man die Schultern, alle möglichen. Von der Pest über die Bestie bis zu den Warzen am Arm. Mein Witcher ist abgestürzt. Sonst würde ich selbst nach meinem Freund suchen. Ich halte die Augen offen und lasse euch wissen, wenn ich etwas erfahre. Hab Dank, mein Freund. Und? Wie geht es euch? Ihr kennt mich und meine Umtriebe. Ich möchte in Visima ein bescheidenes Geschäft eröffnen, in dem ich Waren von Mahakam importiere. Die Breckenrichs sitzen mir im Nacken. Die Breckenrichs? Wer soll das sein? Meine zukünftigen Schwiegereltern. Ich will Eudora Breckenrichs heiraten, aber mein zukünftiger Schwiegervater fragt nur nach Geld. Das Minenkollektiv, wo ich nach dem Krieg gearbeitet habe, war ein totales Desaster. Kein Wunder in diesen blutigen Zeiten. Und? Ihr kennt mich und mein... Mahakam? Ist damit Profit zu machen? Das will ich doch hoffen. Ich habe im Krieg einige Investitionen getätigt. Aber man sagt doch, Geld muss arbeiten. Nur so lange, bis es einem davonläuft. Geralt? Erzählt mir mehr über die Eichhörnchen. Kleine Anderling-Scheißer, denen man romantische Geschichten erzählt hat, bis sie zu den Waffen griffen, um für die Freiheit und andere Ideale zu kämpfen. Im Krieg gegen Nilfgaard hat Emhyr sie benutzt, um die Königreiche zu überfallen. Ich habe keine Ahnung, wessen Unterstützung sie jetzt genießen. Ich muss jetzt gehen, Sultan. Wir reden später. Oh, gut, dass es mich nicht alles aufhält. Warum gibt es jetzt so viel zu belabern? Warum nicht? Weil ich keine Zeit habe. Würfelgästchen? Ansatzwürfel für Anfänger? Was? Rostiges Schwert, sind die gut? Die brauchst du halt fürs Würfeln. Hexerstahlschwert, manche Wert wird schon besser sein. Ertrunkener. Keine Zeit. Ja, warum kriegt er davon so viele? Weiß ich nicht, du brauchst nur eins eigentlich, glaube ich. Drei Stück habe ich. Hatte ich auch. Jetzt habe ich irgendwie nur zwei. Gut, dann wollen wir jetzt mal schnell zum letzten Schrein laufen. Was zum... Boah, der ist richtig weit ab. Ich bin in komplett falsche Richtung gelaufen, ich bin dämlich. Warst du eigentlich bei der Mühle schon? Nein, da will ich jetzt gerade hin, wieso? Weil du zum letzten Schrein wolltest. Ich dachte, der wäre hinter der Mühle. Wenn ich gesehen habe, dass er auf dem Weg nach oben ist, sonst hätte ich ihn gleich mitgemacht. Scheiße, ich hoffe, es ist nicht zu spät, ey. Ich muss gleich noch meditieren. Oh, Geisterhunde, halt's Maul jetzt! Meine Fresse. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät zur Mühle. Ich hoffe, ich komme nicht zu spät zur Mühle. Spider-Man. Ich bin gleich da. Neue Region betreten. Mühle? Mühlentor. Sie scheint nicht hier zu sein. Kapelle. Des Geistlichen. Mäuschen. Wie wir mit ihr klarkommen, das werdet ihr in der nächsten Folge sehen. Mach's gut, bis dahin. Tschüss. Tschüss.